Hallo meine Gerüchte zu Hause, mein Name ist Christian Schlegel. Heute ist Mittwoch, der 27. Februar und wir haben im Moment 17.08 Uhr. Und vor euch liegt der Nasdaq 100. Nach zwei Wochen Pause können wir da mal wieder drauf schauen. Das ist das lange Bild. Ich höre schon den einen oder anderen, der sagt Schulter, Kopf, Schulter. Kann sein. Ich handle diese Chartformation nicht. Ich gucke da nicht so drauf, das ist für mich nicht so interessant. Ich schaue lieber auf technische Indikatoren, auf Trendfolge, auf Bollinger Bände. SKS ist mir bekannt, ich mag es nicht. Ja. So, wie sieht der Freund aus? Beim letzten Mal habe ich gesagt, die 7100 ist so eine Art Make-or-Break-Line. Da waren wir deutlicher drüber. Wir waren fast auf 7200 und hat es nicht geschafft. Das ist so eine Art Shooting-Star. Kein perfekter, aber es ist einer. Am nächsten Tag hat er es nochmal probiert, ist wieder abgesoffen. Und heute handeln wir um die 200-Tage-Linie rum, das ist die graue hier, und um die 10-Tage-Linie rum, das ist diese hier. Kurz dahinter wartet, wenn wir schon bei den gleitenden Durchschnitten sind, bei 7011 momentan die 20-Tage-Linie als nächster Support. Die Bänder werden immer enger, das ist schon auffallend, ja? Immer enger, verglichen mit vor zwei Wochen, da waren wir ungefähr hier. Schauen Sie mal, was das hier für ein Riesenunterschied ist, die haben sich quasi halbiert. Wenn die Bänder enger werden, gehen die in so eine Art Chill-Modus. Ich vertrete nach wie vor die Meinung, dass dieser Anstieg hier, der nicht nur langsam war, aber trotzdem stetig, der braucht oder verbraucht zu viel Kraft. Und ich meine das auch hier in der Technik erkennen zu können. Wir haben auf die traditionelle Sichtweise MACD ein Verkaufssignal, auf die moderne Sichtweise und heute kommt der Oszillator dann letztendlich auch noch hinzu. Ich habe hier momentan eigentlich nichts Positives. Ich habe mir lange überlegt, was könnte positiv sein. Klar, wenn der Herr Kim und Trump sich einigen, verbrüdern, verschwestern und gegenseitig Hände schlagen, irgendwelche wilden Aufträge für irgendwelche amerikanischen Investoren da rauskommen, wo ich mir die Frage stelle, wer soll die bezahlen, kann das natürlich anders sein. Da sind viele Werte im Nasdaq drin, die das betreffen könnte. Das wäre eine Möglichkeit. Aber im Moment muss ich einfach sagen, der braucht diesen, neulich schon mal angesprochen, der braucht den Imbiss. Und ich halte es nach wie vor für eher wahrscheinlich, dass wir diesen Bereich um 6.900, 6.850, dass wir den nochmal sehen. Das ist mir zu viel auf einmal, der Schluck ist zu groß aus der Pulle. Und ich habe folgende Optionen rausgesucht. Und zwar ein Call, der für dahin erstmal auf die Watchlist gehört, noch nicht zum Handeln freigegeben ist. Ich rechne also damit, dass wir dieses Cluster hier zwischen 20, 10 und 200-Tage-Linie nicht so ohne weiteres überbieten. Ich rechne weiterhin damit, dass unter 7000 Schlusskurs, also unter diesem Chartpunkt und unter der 20-Tage-Linie, ab dem Bereich 6975, mit also etwas Abstand, dass wir uns dann auch nochmal mit dem unteren Bollinger Band und diesem Chartpunkt hier beschäftigen. Deswegen, so lange will ich warten, aber der erste Schein, der mir da auffällt, ist einer, der etwas hier drunter liegt, bei 6.851. Das ist von Goldman Sachs, dieser hier, mit der Kennnummer GA25SS. Das wäre dieser hier. Erstmal auf die Watchlist schauen, wie der sich entwickelt. Der Hebel wird dann gewaltig sein. Der ist momentan 32 und wenn das Ding hier weiter runter geht, steigt er natürlich. Jetzt schauen wir mal nach Putz. Bei Putz bin ich der Meinung, muss ich die Basis hier hinterlegen. Das ist die 7200. Ja, weil den halte ich momentan für ertragreicher, also für chancenreicher als den Call. Und da hätte ich sowas hier. 7267. Da sind wir also ungefähr hier. Auch ein Open-End-Schein, auch von Goldman Sachs. Und das ist die GM70LL. 7267. Also ich habe nach wie vor den Eindruck, der Junge verbraucht sich, der braucht einen Imbiss. Das war jetzt hier ein ordentlicher Marathon und der hat jedes Recht einer Pause. Das muss man ganz klar sagen. Ich kann den auf diesem Niveau nicht mehr kaufen. So, dann habt ihr zwei Scheine. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.